Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Adventure Ports. Und jetzt mal sind wir hier stehen geblieben, als wir nach den drei weiteren Cupcakes, beziehungsweise ein weiteren Cupcake überhaupt gesucht haben, weil beim letzten Mal hatte ich ja eigentlich schon vier. Aber muss ja theoretischerweise einer noch über sein, der hier irgendwo sein muss. Aber ich finde halt einfach wirklich keinen weiteren Cupcake. Nirgends. So, als würde gar keiner existieren. Okay. Aber ich gehe mal weiter wieder in Crab Potion. Auf der Suche nach, der weiteren Erleuchtung, sag ich mal so. Also gehe ich in das nächste Level. Ach, grandios, das habe ich gar nicht realisiert. Okay, keine Ahnung, was ich jetzt geändert habe, dass ich hier rein kann und da und oder darf. Aber ist okay. Radio. Oder war ich gerade zu blöd? Ah, keine Ahnung. So. Okay, hier ist halt einfach wirklich gar nichts. Langsam merkt man aber auch, dass den Entwicklern selber so ein bisschen die Ideen ausgegangen sind. Oder die Zeit. Weil irgendwann wollen natürlich auch Supporter ein bisschen was sehen vom Spiel. Deswegen, wenn ich mal irgendwann wirklich nochmal ein Spiel mache, das würde auch noch passieren. Dann werde ich auf jeden Fall mal ein kleines Video-Update halten. Da könnt ihr euch aber sicher sein. Das tat zwar weh der Gegner, aber war trotzdem interessant, dass trotzdem wieder ein neuer Gegner dabei war in Endeffekt. So, weiterer Cupcake. Und ja, hoffentlich bald auch ein Sticker-Pack. Okay.
würde ganz klar sagen, das hier ist das Sticker-Pack. Ja. Verarschen. Du willst mich jetzt gerade hart verarschen, oder? Also, es ist kein Abschluss. Und aus irgendwelchen Gründen hat er jetzt sich nicht dran gehackt, obwohl er sich dran gehackt hat. Achso. Ich kriege eins zu viel. Immerhin haben die Entwickler dran gedacht, dass man die Katze noch braucht. Also man muss sie nochmal holen, sich, aber ja, immerhin hat man dran gedacht. So. Sticker-Pack! Wir haben das Sticker-Pack. Oh, das Sticker-Pack ist für Seite 1. Sehr cool. Das Logo. Weiß ich nicht, vom Entwickler oder vom Publisher, glaube ich. Eins von beiden. Gut, und jetzt können wir auf jeden Fall weiter. Wo ist Heimgleis? Also, das wird mir jetzt schon wieder die Note auf B ändern, natürlich dadurch. Weil wir natürlich einmal komplett gestorben sind. Auch nicht mal eben schnell rüberlatschen, ne? Also nur so nebenbei. Ich weiß nicht, ob die Quallen gefährlich sind, aber ich bleibe mal auf Abstand. Ist wahrscheinlich auch gesünder für mich gerade. What? Wir werden ganz da oben hingesetzt, weil das der letzte Boden war, den wir berührt haben, gell? Kann das sein? Cool, aber trotzdem. Uah, ja.
No! So, einmal der Rasen hier angeschmissen hier und haben wir es geschafft. Okay, keine Ahnung, was ich hier mache. Ich weiß aber, was ich dagegen unternehme. Erstmal auf der Maus klarkommen, das zum Beispiel. Ja, wir sind durch. Gut, gut. Ah, ich halte mich aber gut in der Zeit hier bei den Spielen auch immer. Hallo, darf ich auch mal aufstehen vorher? Danke. Ach komm schon. Komm ich da jetzt echt nicht mehr wieder rüber? Ach, Scheibengleister. Verdammt. Okay, hier muss ich dann tatsächlich für den nochmal rein. Ich krieg's Krise. Also No Way Back hatte ich gerade hier. Na gut, egal. Wir holen uns zumindest den hier. Und dann mache ich das nochmal im Schnelldurchlauf. Ich muss ja das Level so oder so wiederholen, das weiß ich, aber bitte was? Autsch! Könnt ihr das bitte mal nicht das machen? So. Du willst mich doch veralbern, das ist doch nicht fair, Leute. Ihr seht, was ich meine. Also da.
Das Sprungseil, ich weiß nicht, wie man das da noch besser nutzen soll. Ich habe auch gar nicht erst realisiert, muss ich dazu sagen, beim ersten Durchlauf gerade. Autsch, ich werde natürlich... Das hätte gleich First Try hinhauen können. Gut. Ja, das Gute ist, ich muss ja das Level nicht komplett einmal spielen, um zumindest den vierten abzuholen. Aber ich will auf jeden Fall jetzt erstmal... Ich brauche erstmal eine bombige Idee. Hatte ich gerade noch einen Trank eben irgendwo erhalten anscheinend. You searched an end for I am the keeper of the shell. But beware, for the wild true shell glitter with goodness, the other bring only darkness. It is some kind painful, obvious and awkwardly constructly. Who? Cut a sales kit. If you choose poorly, the display of the spirit will destroy us all. Ja, super. Also, ich würde sagen Mitte einfach relativ, aber... You have choice wisely. Now take the shell and be... On your way, my task is at an end. Good luck with travel, Lee. Okay, es war der correct one. Wenigstens das. Ich hätte auch noch die Tränke nehmen können, die mir Schaden abhalten, aber komm halt erstmal auf die Idee, ne? Na gut. Dann hole ich mir meine B-Benotung. Das reicht, weil ich keinen Cupcake im vierten Level geholt habe und so oft gestorben bin. Ja. Aber gut, das können wir alles noch beheben. So, zum einen hole ich mir den Cupcake jetzt. Und dann hole ich mir... Ja, noch Tränke gleich und alles mögliche und mach das Level nochmal. Auf dass ich dann eine Benotung habe. Brauche ich gar nicht bekämpfen eigentlich.
Wait a second. Out. Jetzt habe ich den. Und raus hier. Ich wusste nicht, was ich machen muss, um den zu kriegen, aber... Ah, okay. Back to Word. Gut zu wissen, dann können wir uns quasi über die Sachen holen. Aber was wir jetzt noch machen müssen, ist natürlich noch mal einmal das komplette Level durchzuspielen, damit wir auch das komplette Level abgeschlossen wissen als A+. Und das mache ich aber allerdings tatsächlich im nächsten Part. So, aber eins hole ich mir noch. Ein Cupcake-Teller haben wir ja voll. Es ist ein Pinguin für ihn. Cool. Ja, und somit waren es dann nur noch 5, die fehlen. Dann will ich mal gucken, dass ich das im nächsten Part rocke. Von daher, ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und dabei sein. Und ich würde sagen, man sieht und hört sich einfach beim nächsten Mal hier wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Saus. Haut rein. Und ciao. Tschüss.